Und das sage ich euch ja immer wieder, uns kommen so viele geile Aktien jeden Tag unter. Und heute schauen wir uns gemeinsam die BP-Aktie an. Die habe ich nämlich schon länger im Depot drinnen und möchte dir einfach mal zeigen, wann ich gekauft habe, wie viel Dividende ich bekommen habe, wo mittlerweile der Kurs steht und ob man jetzt vielleicht nachkaufen möchte. Dazu schauen wir jetzt am PC ran. Wenn du neu bist auf dem Kanal, schau mal gerne den Kanal abonnieren. Und glaubt mir, jetzt wird es richtig spannend, weil die Aktie, die habe ich eigentlich erst Mitte 2022 kaufen können, wo sie hier zurückgekommen ist. Und zwar siehst du hier meine Käufe am 18.07. und am 23.06. jeweils 250 bzw. 300 Aktien. Durchschnittlicher Einkaufskurs liegt bei 4,50 Euro und die 4,50 Euro werden dann noch richtig spannend, wenn wir meine persönliche Dividendenrendite ausrechnen. Und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 mal Dividende bekommen und die nächste Dividendenzahlung ist bereits fällig. Und zwar, wenn wir hier reinschauen, bei der Dividende kommen wir gleich zum Sprechen drauf. Aber jetzt schauen wir uns mal ganz kurz das Ganze hier an. Seht ihr das? 1, 2, 3, 4. Also beim nächsten Ex-Dividenden-Day und der ist ungefähr an meinem Geburtstag, also so Mitte August müsste der Ex-Dividenden-Day sein. Ich gehe persönlich davon aus, dass wir hier wieder eine Dividendensteigerung sehen werden zwischen 5 bis 10%. Und das müssen wir uns jetzt ganz kurz merken. Die Zahl hier habe ich bereits mal 4 genommen und dann hier in einem Umrechnungskurs eingegeben. Ich bekomme quasi pro Aktie aktuell 34 Cent. Jetzt muss ich ganz kurz einen Taschenrechner hier aufmachen. Und zwar 34 Cent geteilt durch meine 4,5 Euro, die ich ja für eine Aktie gezahlt habe. Und jetzt liegt meine persönliche Dividendenrendite bei 7,55%. Und jetzt lassen wir mal das ganze Ding zu, dass das Unternehmen die Dividende zum Beispiel um 10% steigert. Und dann wäre ich schon quasi bei 8,3% Dividendenrendite. Und das Geile ist daran, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also jetzt gehen wir nochmal da kurz, ganz kurz darauf ein. Die Dividende ist hier schon gesteigert worden und das Potenzial ist da. Aber da, keine Ahnung, die Prognose sieht jetzt natürlich nicht so gut aus. Und wenn es Unternehmen nicht so gut geht, dann schüttet man auch weniger Dividende aus. Das ist in diesem Sektor normal, im Rohstoffsektor. Aber schaut euch mal diesen Umsatz an. Ich gehe auch gleich nochmal alles ein bisschen detaillierter ein, weil man hat ja auch im Jahr 2022 die Rosneft-Beteiligung abgeschrieben, aber man hatte die Rosneft-Beteiligung noch immer. Aber man hat ja gesagt gehabt, man schreibt das Ganze jetzt mal ab. Die Nettomarge ist leicht rückläufig gewesen, weil natürlich auch der Ölpreis zurückgekommen ist. Und man sieht es, schaut euch das mal an, Gewinn je Aktie und Dividende je Aktie. Also da ist noch genügend Potenzial, dass man die Dividende weiter steigert. Und hier sieht man es, eigentlich geht man auch davon aus, dass die Dividende weiter gesteigert wird. Zwar jetzt nicht um die 10%, was ich mir vorstelle, aber es ist deutlich Potenzial hier noch da. Umsatz eben rückläufig, weil natürlich auch der Ölpreis leicht rückläufig ist. Aber da mache ich mir jetzt persönlich überhaupt keine Sorgen bei BP, weil BP einfach ultra gut aufgestellt ist. Und das sieht man auch hier unten. Auch diese Zahlen schaue ich mir gerne an. Und zwar geht es hier einmal um den Verschuldungsgrad bzw. die Netto-Schulden. Und natürlich geht es auch hier um den Free Cashflow. Der Free Cashflow ist leicht rückläufig, soll aber dann wieder peu à peu gesteigert werden. Das finde ich natürlich auch sehr, sehr gut. Wie schaut es denn aktuell mit einem KGV, Buchwert und Co. aus? Also vorweg, auch sofort aufgefallen, man kauft Aktien zurück. Das gefällt mir als Investor sehr, sehr gut. Man hat aktuell einen Buchwert von nur 1,42, ein KGV von 7,6. Und wenn man jetzt aktuell investieren würde, würde man quasi 4,9% Dividendenrendite bekommen. Ich habe aber eine persönliche Dividendenrendite von sage und schreibe 7,5%. Und das ist halt das Geile beim Investieren. Und apropos investieren, Zero Broker, richtig geiler Broker, an dieser Stelle absolute Empfehlung für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Du hast hier über 2000 Aktien, ETF und Kryptosparpläne zur Verfügung. Du kannst bereits ab 1 Euro dort investieren und du zahlst dort keine Ordergebühren bei deinen Sparplänen. Und wenn du es richtig anstellst, so wie ich, bin dort seit 5 Jahren Kunde, zahlst du keine Ordergebühren mehr in Zukunft. Und mit dem Code HOLLY25, ist alles unten in der Videobeschreibung drinnen, bekommst du am Ende des Tages auch nochmal 25 Euro Bonus. Check das auf jeden Fall gerne ab. Und hier sind wir jetzt drinnen. Energiekonzern muss 24 Milliarden Dollar für die 19,75% Beteiligung am russischen Ölgiganten Rosneft und 2 weitere Joint Ventures abschreiben. Und das war natürlich das Ausschlaggebende im Jahr 2021, wieso die 2022, dass die Aktie einfach so schlechte Zahlen aufgewiesen hat.
Also wir halten nochmal fest, 24 Milliarden 2022 abschreiben müssen. Aber man hat ja weiterhin die Beteiligung in den, also man hat noch immer die Aktien. Und ihr seht es, da irgendwo hat man das Ganze abschreiben müssen bei 400, was sind denn das, Rubel. Und heute steht man bei 600 Rubel. Also die Beteiligung ist jetzt wieder mehr Geld wert. Und ja, es ist eine Spekulation, dass irgendwann vielleicht mal die Sanktionen aufgehoben werden und dass das dann Ganze irgendwie veräußert wird. Das ist eine Spekulation. Ob das aufgehen wird, weiß man nicht. Aber Fakt ist, die bekommen auch noch Dividende dafür und die Dividende ist aber eingefroren, das liegt auf Konten und das hat man aber noch alles. Ja, aber es ist wie gesagt auch eingefroren. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Nachteil. Generell muss ich sagen, BP gefällt mir richtig, richtig gut, weil man natürlich auch gute Zukunftschancen hat. Der Öl wird weiterhin gebraucht. Die Unternehmen, die haben sich abgesprochen gehabt, dass sie ja nicht mehr so viel Öl fördern, dass jedes Jahr weniger Öl gefördert wird. Gleichzeitig wird aber mehr Ölnachfrage kommen. Natürlich gibt es immer mal wieder Schlaglöcher und generell super spannendes Thema. Also da können wir auch mal gerne etwas detaillierter drauf eingehen. Insgesamt haben aktuell 27 Analysten die Aktie auf der Watchliste drauf. Mittleres Kursziel bis in den nächsten 12 Monaten liegt 22% höher. Was man hier aber auch dazu sagen muss, das ist leider kein US-amerikanisches Unternehmen. Die laufen quasi vom Chart her immer schlechter wie die Mitbewerber quasi aus Amerika. Die sind deutlich höher bewertet. Das ist natürlich immer etwas schade, aber generell super spannendes Unternehmen. Und man muss ja sagen, wir sind noch immer nicht über die Höchstkurse von vor Covid raus. Und das ist ja eigentlich das komplett Irre daran. Wie gesagt, ich habe hier aktuelle Dividendenrendite von 7,55%. Ich gehe persönlich auch davon aus, dass die Dividende im nächsten Quartal gesteigert wird. Ja, ich habe sie auch weiterhin auf meiner Watchliste drauf, da ich hier schon auch gerne meine Position nochmal etwas ausbauen möchte. Aber da muss halt die Aktie auch nochmal etwas zurückkommen. Gerne Richtung 4 Pfund. Das wäre aber jetzt auf diesem aktuellen Niveau 20% Abschlag. Das kann ich mir aber persönlich nicht vorstellen. Also so ehrlich muss ich auch sein. Also idealerweise, sagen wir mal in Euro, dass die Aktie unter 5 Euro fällt. Ja, da ist auch noch viel Luft bis dorthin. Aber ihr wisst es selber, ein oder zwei schlechte Börsenwochen, falls die mal kommen sollten und die kommen immer irgendwann, dann sehe ich auf jeden Fall das Potenzial hier, dass das Unternehmen quasi weiter zurückgeht. Auch ganz wichtig, wenn wir den Ölsektor anschauen, müssen wir uns natürlich auch den Ölpreis anschauen und alles, was hier über 40 US-Dollar je Barrel ist, mit dem können die Unternehmen arbeiten, die sind dann quasi profitabel und die letzten 5 Jahre, ja, der Ölpreis hier im negativen Bereich gewesen, aber wenn man sich die letzten 3 Jahre anschaut, schaut euch das an, also da ist schon, also die schauen schon, dass der Ölpreis über 70 Dollar bleibt und das ist natürlich für jedes Ölunternehmen Gold wert, weil die damit richtig, richtig viel Geld verdienen können und BP gibt uns quasi das Ganze eben über eine üppige Dividende und Aktienrückkäufe zurück und ja, ich halte sie weiter auf meiner Watchliste.